Der Inhalt der Oberfläche eines regelmäßigen Tetraeders beträgt 324 mal Quadratwurzel von 3 Quadratzentimeter. Frage: Wie lang ist eine seiner Kanten? Wir stellen ein regelmäßiges Tetraeder dar und nennen die Kantenlänge a. Da das Tetraeder regelmäßig ist, sind alle Seitenflächen gleichseitige Dreiecke und deren Innenwinkel betragen alle 60 Grad. Der Flächeninhalt von solch einem gleichseitigen Dreieck kann berechnet werden durch Seite a mal Seite a mal Sinus des Winkels, den die beiden Seiten bilden, also mal Sinus von 60 Grad geteilt durch 2. Und gleichzeitig ist der Flächeninhalt von solch einem gleichseitigen Dreieck ein Viertel vom Flächeninhalt der Oberfläche des Tetraeders. Also gilt a mal Sinus von 60 Grad geteilt durch 2, das ist ein Viertel vom gesamten Oberflächeninhalt. Und da der Sinus von 60 Grad gleich Quadratwurzel von 3 halbe ist, schließen wir hier draus, dass diese zwei Brüche gleich sind. Jetzt können wir beidseitig durch Quadratwurzel von 3 Viertel kürzen und so erhalten wir, dass a Quadrat 324 sein muss, also ist a 18. Und demzufolge ist Antwort B die richtige. Im nächsten Tutorial werden wir eine weitere Frage der Mathematik-Olympiade beantworten.